Das Ajna-Chakra. Das ist hier im Stirn und das ist der Bereich, wenn wir nachdenken, dass wir zusammenziehen. Oder man sagt, jemand ist engstirnig, dann geht das hier zusammen. Das Ajna-Chakra ist das Element Licht zugeordnet. Passenderweise sind die Augen auch gleich hier. Und auf der subtilen Ebene hat das Ajna-Chakra ist auch ein gewisses Kommando oder ein Kontrollzentrale, so ähnlich wie unser Guru-Prinzip. Hier können wir Recht vom Schlecht unterscheiden. Es gibt aber hier auf diese Seiten zwei Instanzen, das gibt es das Ego und das Superego. Das Ego ist, wo wir sagen, ich bin oder ich kann, ich tue. Ja? Und das Superego ist, wo wir mehr bewusst sind, dass wir in Zusammenhang mit anderen sind, wo die Konditionierungen stehen. Zum Beispiel, ich bin Inderin, ich bin eine Frau, ich bin so und so alt, etc. Also das sind die Konditionierungen, die sind auf der rechten Kopfseite zu Hause und das Ego ist auf der linken Kopfseite zu Hause. Diese zwei Instanzen dienen unser Verständnis der Welt, sagen wir im lapidaren alltäglichen Sinn. Aber sie stehen uns im Wege, wenn sie zu groß werden oder wenn sie verunstaltet sind. Oder einfach auf gut Deutsch gesagt, zu gemüllt sind. Wenn sie rein sind, sind sie ausgewogen und erfüllen bloß ihren Zweck und tun nicht mehr. Wie ist das? Es ist zum Beispiel, wenn man ein zu großes Ego hat, dann nimmt man zu viel für sich, zum Beispiel. Verlangt man nach mehr Aufmerksamkeit, bevormundet anderen, etc. Wenn man einen zu großen Superego hat, fühlt man sich ständig schlecht oder aus diesem Blickwinkel verurteilt man den anderen. Zum Beispiel, wir sind so und so, wir gehören zu diesem jenes Gesellschaftsgruppe, aber die anderen sind so und so, etc. Und das sind alles buchstäblich Bretter vor dem Kopf, das wir halten, die uns hindern daran, vorwärts zu kommen. Die hindern uns, indem wir die Welt richtig verstehen und nicht zuletzt sehen, die Augen. Das Verstehen und Sehen ist nur möglich, wie es Jesus gesagt hat, wenn man die Augen der Kinder bekommt, wenn wir ohne Hintergedanken, ohne uns vorzudrängen, einfach mit reinen Augen schauen. Wenn wir mit reinen Augen sehen und verstehen, sind wir ohne Gedanken. Das heißt, dieses Ajna-Chakra öffnet sich, wenn wir weder jemandem was vorhalten, noch uns selbst irgendwie für etwas schlechter oder schuldig erklären, beziehungsweise wo wir keine Gedanken im Kopf haben, sondern die Welt sehen, wie sie wirklich ist, ohne sie zu verurteilen. Ähnlich wie Jesus, der auf dem Kreuz hing und sagte, mein Herr, verzeihe sie, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sogar in diesem extremen Zustand zeigte uns die Fähigkeit oder die Möglichkeit, anderen zu verzeihen und ihre Wahrheit zu erkennen. Sie wissen nicht, was sie tun. Also nehmen wir Sri Jesus als Beispiel. Das heißt jetzt auf keinen Fall, dass wir leiden müssen oder irgendwas Dummes anstellen sollen, sondern diese Größe anerkennen, wieder sehen und verstehen, dass es möglich ist, zu verzeihen durch Verstehen. Und dadurch werden wir frei, dadurch können wir die Kundalini durchgehen spüren, durch den Agya und eins sein, wieder mit dem Universum im Einklang sein.